Und damit begrüße ich euch hier recht herzlich hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin der Bio. Freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video hier mit dem Lotus Simulator. Und ihr seht es heute schon mal wieder. Wir sind heute mal mit dem Busmodul Streets of Lotus unterwegs. Wir sind heute mit dem Lenkrad unterwegs und als absolutes Highlight nochmal der VR-Brille. Jetzt ist das Nonplusultra erreicht, denke ich mal. Wenn das Ganze heute hier sitzt und perfekt fährt und sich das Ganze perfekt anfühlt, dann glaube ich, ist Omsi so langsam, aber sicher für mich Geschichte. Das fehlt natürlich in der KI und so weiter und so fort, ne? Aber ich habe ja nun Omsi ja immer mit ein bisschen mit Track AR gespielt. Das ist eine coole Future, dieses Track AR. Man hat aber allerdings nicht dieses Gefühl, dieses richtige mittendrin sein. Das hast du natürlich mit der VR-Brille. Ich habe natürlich schon Lotus selbst halt mit dem Rails-Modul viele VR-Videos aufgenommen und war natürlich dementsprechend halt auch sehr überzeugt gewesen. VR ist natürlich absolut das Nonplusultra, wenn das Ganze hier halt um die virtuelle Realität geht. Und ich denke oder ich hoffe, freue mich natürlich, dass Lotus-Simulator das Ganze halt dementsprechend unterstützt. Und ja, lassen wir uns also dementsprechend hier heute mal überraschen, wie das Ganze sich natürlich so spielen lässt. Es kann natürlich sein, wie immer, ne, bei VR-Videos, ich muss den Kopf ein bisschen drin, deswegen hört die mich immer mal so ein bisschen leiser, mal ein bisschen lauter oder sowas, ne, weil ich halt ja auch so ein bisschen in die Gegend so rumgucke, ne, und einfach mal um zu schauen, ob mir das Ganze dementsprechend natürlich auch gefällt. Und natürlich, was ist Motion Sickness, ja? Ist das schlimmer als wir bei der Straßenbahn oder hält sich das hier dementsprechend noch in Grenzen? Das ist natürlich auch noch ein absolutes, ja, was mich so brennend interessiert. An der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an den Steve, der mir das Ganze hier ein bisschen geholfen hat, wie ich das Lenkrad hier einstellen muss. Ist ein bisschen tricky, aber wenn es dann funktioniert, dann ist alles perfekt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Also Ton sollte auf jeden Fall da sein, ihr solltet mich hören und ich hoffe, dass der Ingame natürlich dementsprechend halt auch aufgenommen wird. Lassen wir uns also dementsprechend überraschen. Springen wir mal ein bisschen rein, gehen jetzt mal in die F2-Taste und wir sind hier schon, ja, sitzen hier an dem Fahrerplatz, also Beifahrerplatz. Die kann man auch ein bisschen so durch die Türlinsen, wenn man das Ganze hier so ein bisschen mit der VR hier so ein bisschen rumguckt. Ich meine, das Ding ist, man kann mit VR auch deutlich mehr Fehler finden. Aber sonst finde ich, sieht das Ganze eigentlich dementsprechend gut aus. Wir können uns jetzt natürlich auch noch so drehen, ne? Aber das ist ein bisschen, da wird es ein bisschen krimineller, was das Motion Sickness halt dementsprechend halt angeht, ne? Also von daher, ja, lieber die Finger davon lassen. So, setzen wir uns auf unseren Fahrerplatz und wir sehen, es sieht eigentlich recht cool aus. Ich hoffe, dass die ganzen Einstellungen hier funktionieren, denn das Ganze ist halt ein bisschen, immer ein bisschen eigenartig, denn wenn ich mit VR-Brille spiele, stellt Air Lotus immer gefühlt irgendwie anders ein, als wie ich das damals hatte, also wie ich es davor hatte ohne VR-Brille. Deswegen hoffe ich natürlich, dass auch die Seitenspiegel halt dementsprechend funktionieren. Und wenn ich mich jetzt hier so umgucke, das ist ein richtig geiles Feeling, Alter. Das habe ich mir immer in Omsi gewünscht, dass das Ganze funktioniert. Und ey, dass das jetzt ein Lotus hier, es ist natürlich ein bisschen weit weg. Ich erkenne halt hier, ne, ich kann jetzt hier halt die Tour jetzt nicht eintippen. Das ist halt sehr, sehr unscharf mit der VR-Brille. Und ich habe die normale Oculus Rift, also noch nicht das neue Modell oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt extra noch ein neues Modell kaufen soll oder ob ich das Ganze jetzt halt dementsprechend so belasse. Da müssen wir mal gucken. So. Jetzt starten wir auf jeden Fall erstmal. Jetzt brauchen wir unsere Maus hier. Man kann leider auch nicht ranzoomen. So, jetzt haben wir hier RBL. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Linie drin ist. Das Problem ist, das sehe ich jetzt nicht. Muss ich jetzt hier leider... das sehe ich jetzt nicht. Wie war das? 128? Achso, hier. 128. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Herzallee, also ich hatte irgendwas funktioniert. 128. Ja gut, hat er jetzt wahrscheinlich nicht richtig jetzt akzeptiert. Bedienelement, ja. Na gut, soll uns jetzt nicht erstmal weiter stören. Da werden wir uns später nochmal ein bisschen
mit beschäftigen. Aber wie gesagt, ihr seht, ne, also Lenkrad funktioniert hier ohne Probleme. Auch Force Feedback, was ja nun in dem Update ja angekündigt war, ist funktionstüchtig. Also auch das funktioniert. Ja, also da rumpelt es schon mal so ein bisschen die Karre und das macht mega Bock, wirklich. Also ich bin ja hier schon so meine kleine Runde gedreht, so, ne? Und das macht richtig Bock. So. Lass uns überraschen. Spiegel funktionieren zumindest schon mal. Das ist schon mal sehr geil. Ciao, Leute. Wir fahren hier mal unsere Testrunde. So, wie würde sich Omsi spielen, wenn wir jetzt eine VR-Brille hätten? Große Frage. So, alles einsteigen, bitte. Bitte, bitte, rein, 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 rein. So. So, wir können natürlich perfekt an die Bordsteine noch ranfahren, ohne dass wir hier ständig hin und her schalten müssen oder sowas. Also das funktioniert grandios. Also Wahnsinn. So, abbiegen. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also man merkt hier so ein bisschen, man hat hier so ein bisschen Performance-Einbrüche. Das läuft gefühlt nicht ganz so ruckelfrei, wenn du das Ganze halt ohne VR spielst. Also da merkt man halt schon, dass das Ganze doch ein bisschen mehr Performance sieht, wenn du das Ganze mit der VR-Brille spielst. Aber ich finde dieses Feeling ziemlich, ziemlich nice. Jetzt sind wir ja nur ein paar Meter gerollt erstmal. Jetzt muss man das natürlich mal testen. Wie sieht es halt dauerhaft aus, ne? Hier merkt man halt immer so kleinere Lags und manchmal schon so extrem, dass wir hier manchmal schon gar keine Kontrolle mehr so von dem Lenkrad haben. Ich weiß halt nicht, wie viel ihr jetzt hier praktisch sehen könnt von dem Ganzen. Ja, hier ist irgendwo ein kleiner Fehler drin. Halt doch an. So, aber ihr seht, das funktioniert ohne Probleme. Das fühlt sich halt auch echt gut an. Das ist, als ob du wirklich vor dem Lenker sitzt. Also, da muss ich sagen, ich finde ja dieses VR-Modul, also dieses VR-Support sowieso richtig geil, ja, mit der Straßenbahn und sowas, also schon alleine mit VR fahren. Aber mit Bus, das ist ja nochmal ein absolutes Highlight hier. Ja, hier dürfen wir eigentlich gar nicht langfahren irgendwie, oder? Sieht irgendwie alles ein bisschen verkehrt aus. Oh, und da haben wir wieder Bordsteine mitgenommen. Also mit der Steuerung muss ich mich tatsächlich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das ist schon teilweise echt anders. Hat der ja gesagt gehabt, so im Livestream, dass sich das Ganze nicht so anders anfühlt als wie in Omsi. Ne? Also ein bisschen Unterschied sind schon da. Aber es kann natürlich noch daran liegen, weil es vielleicht noch nicht so 100% fertig ist. Oder weil es sich halt einfach so realistischer anfühlt als wie in Omsi. Also mir fehlt es hier noch so ein bisschen in der Dings. Also gerade in der VR-Brille. Fehlt mir irgendwie so dieses breite Maß so irgendwie. So wenn ich jetzt in Omsi mit dem Bus fahre, dann weiß ich ganz genau, passe ich da durch, passe ich da nicht durch. Und hier fühlt sich das irgendwie, gerade mit der VR-Brille, halt alles noch ein bisschen anders an. Aber nicht schlecht jetzt, okay? Also das muss man noch dazu sagen. Das fühlt sich jetzt nicht schlecht an. Natürlich, wir wollten nur losfahren.
Wir werden uns jetzt auch die nächsten Tage mal so ein bisschen angucken, so auf andere Maps mal fahren. Jetzt haben wir ja nun die Diorama-Karte ja nun rauf und runter gezeigt. So auch im Livestream haben wir uns die Diorama-Karte angeschaut. Wir werden am 26.12. abends einen Livestream machen. Also hoffe ich natürlich, wenn das klappt, wenn da noch ein paar Mitfahrer sich finden. Dann wollen wir uns nämlich mal ein bisschen auf der Berlin M6-Karte rumtoben. Mit Bus und Bahn. Wäre natürlich traumhaft. Also wenn ihr nur das Streets-Modul habt oder nur das Rails-Modul, könnt ihr natürlich schon teilnehmen. Ich fand das auch mit dem Spiegel ziemlich nice, ja. Ah, großartig. Ja, gut, dann fahren wir jetzt halt einfach. Auch schön mit dem Schatten hier und alles sowas. Da seht ihr, ne? Ich wollte schon wieder zu nah an den Bordstein ran. Weil ich halt dieses Gefühl noch nicht habe, so von der Breite. Hier sehen wir halt ein paar Bildstörungen drin, ne? Ja, also da ist noch nicht so 100% optimal alles. Wie gesagt, alle Tasten sind jetzt hier auch schön aufs Lenkrad gelegt. Also wie gesagt, Vibration hast du halt mit Force Feedback. Also ich habe jetzt G29. War wie gesagt ein bisschen schwieriger, das Ganze einzurichten. Aber ganz ehrlich, für dieses Future kriegt Alter Lotus einen absoluten Daumen nach oben, Alter. Es ist sowieso ja die einzige Simulation, die VR in dem Sinne jetzt hier unterstützt. Ja, also viele vergleichbare Simulatoren, zum Beispiel ja, das neue Top-Modell hier Train Sim World unterstützt nicht mal VR, schweige sogar Track AR. Nicht mal das wird unterstützt, ja. Das unterstützt zumindest der Train Simulator noch. Also die haben davon wirklich Abstand genommen. Dass Lotus hier VR wählt, finde ich einen richtig, richtig geilen Weg. Und tatsächlich könnte ich mir sowas, wenn man halt wirklich ein absoluter Fan von diesen ganzen öffentlichen Nahverkehrssimulatoren halt ist, ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man irgendwann mal so ein Bundle rausbringt, so wie es ja damals meiner Meinung nach gab es das schon mal. Da konnte man eine VR-Brille kaufen und da gab es, oder war das? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ah, nee, das war Track AR. Track AR war das gewesen. Da hast du Track AR gekauft und hast da OMSI dazu bekommen. Und ich finde, das könnte man ebenfalls bei Lotus machen. Dass man da einfach, wenn man halt eine Oculus-Brille kauft, dass man dementsprechend halt Lotus dazu bekommt. Also das wäre ein absoluter Verkaufsgrund. Guckt euch das an. Ja, groß. Oh, das war jetzt war der Spiegel. Musst keine Tasten drücken oder sowas, ja. Du guckst einfach dahin, wo du hingucken willst und dann fährst du da lang, wo du hinfahren willst. Großartig. Das ist VR, Leute. So macht VR richtig Spaß. Ja, grüß dich. Wir fahren jetzt hier auf dem Hofruf. Ist halt klar? Sehr schön. So, perfekt. Wundervoll. Jetzt den Bus eventuell nicht noch kaputt machen, das wäre großartig. Vielleicht die Kollegen in Ruhe lassen. Oh, hat er aber jetzt gerade die Dixie hier an. So. So, Licht aus. So passt das. Und so können wir aussteigen. Ja, also,
Fazit, richtig geil. Also das ist ein, das ist das, was ich mir seit Ewigkeiten halt auch in OMSI gewünscht habe, dass da irgendwann mal so ein VR-Support mit reinkommt. Ist natürlich technisch nicht mehr möglich, dass das Ganze halt dementsprechend noch nachgerüstet wird. Geschweige, dass hier überhaupt noch Updates so für OMSI kommen. Deshalb bin ich umso zufriedener, dass das Ganze halt in Lotus halt jetzt halt umgesetzt wurde, dass das jetzt natürlich hier mit erscheint, dass wir das Ganze jetzt hier zum Beispiel in VR spielen können. Und ich finde das grandios, das funktioniert super. Wie gesagt, ein paar Bildstörungen sind halt so drin, das liegt vielleicht so ein bisschen, das ist dieses Gesamtpaket wahrscheinlich einfach. Lotus halt noch nicht fertig, vielleicht zu hohe Grafikeinstellungen, dann noch dazu noch VR-Brille und alles was. Also das ist natürlich ein größerer Raum, den man hier jetzt wirklich in Betracht ziehen muss, wo jetzt immer noch so Schwachstellen sind, die man hier dementsprechend beheben kann. Aber wir befinden uns in der Early Access, das kann alles noch natürlich nach und nach verbessert werden. Ich weiß auch noch nicht so hundertprozentig, ob das separat zum Beispiel entwickelt werden muss, wenn du jetzt halt was in der Simulation machst, dass das Ganze jetzt halt dementsprechend auch noch für die VR zum Beispiel angepasst werden muss. Ja, da bin ich noch nicht so tief in der Materie drin, um das sagen zu können. Aber so im Großen und Ganzen, das neue Update ist auch mit drin, dass wir zum Beispiel die Spiegel benutzen können. Wie gesagt, Busfahren ist also möglich mit Virtual Reality und natürlich mit dem Lenkrad. Also hier das volle Paket ist ein absolutes Highlight und gehört auf jeden Fall mit eigentlich in die Beschreibung von Lotus Simulator, ja, wenn man das ganze Paket dann halt dementsprechend haben möchte. Und ich muss teilweise auch sagen, dass mir persönlich der Bus sowieso ein bisschen besser gefällt als Straßenbahn. Ich, um Gottes Willen, also Straßenbahn ist genial. Hab mir schon jahrelang einen richtig schönen Straßenbahn-Simulator gewünscht. Aber dass jetzt ein Bus da ist und das mit VR und mit Lenkrad. Oh. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Ich glaube, ihr hört es wahrscheinlich ja sowieso aus der Stimme raus, dass ich eigentlich richtig begeistert bin. Und das ist jetzt halt wirklich so diese ersten 10 Minuten, die ich jetzt hier mal so mit der VR-Brille jetzt mal getestet habe. Und ich muss sagen, das fühlt sich richtig gut an. Jetzt ist natürlich Diorama jetzt nicht das perfekte Beispiel jetzt so, um mal so ein bisschen Busfahren zu sehen. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich mal, kann man hier auf jeden Fall gut den ersten Gesamteindruck sehen. Wir werden natürlich VR auch weiterhin unterstützen hier, werden VR weiterhin aufnehmen und euch das natürlich versuchen zu präsentieren, um euch zu zeigen, wie es zum Beispiel auch auf anderen Karten aussieht. Natürlich muss man da mal halt gucken, wie ist denn ja die Performance erstmal auf die Karte, weil es bringt nichts, wenn du da hinruckelst, dann wird dir erst recht schlecht. Aber so von der Übelkeit oder sowas, muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt in dem Punkt jetzt eigentlich nicht wirklich viel gemerkt. Jetzt. Also es fährt sich halt ganz genau, wenn du jetzt wie mit der Straßenbahn unterwegs bist. Also ich finde ja sowieso, dass VR genau in dieser Richtung auch gehen sollte. Nicht jetzt irgendwelche Shooter oder, ne, das ist halt schon ein bisschen was anderes, als wie wenn du halt eine Simulation spielst, wo du einen festen Platz hast, so einen praktischen Cockpit-Platz hast und dort halt mit der VR unterwegs bist. An sich, ja, gibt's hier sonst erstmal nichts weiter zu erzählen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten. Wie seht ihr das Ganze jetzt zum Beispiel mit VR? Wäre das zum Beispiel ein Grund für euch jetzt dazu sagen, so jetzt langsam aber sicher, überlegt da selber so eine VR-Brille, denn die Oculus Quest ist ja draußen, die ist doch deutlich günstiger als zum Beispiel die Oculus VR selbst. Vielleicht ist es ja eine Alternative, weil man diese ja zum Beispiel auch am PC anschließen kann. Also von daher vielleicht eine Alternative oder halt auch HTC Vive oder sowas. Aber es ist rechtfertigt, dass jetzt so einen kompletten VR-Brillenkauf nur für eine Simulation. Da muss man natürlich jetzt immer so ein bisschen gucken, wie weit wollt ihr das jetzt so richtig realitätsnah haben. Aber ich finde, also mit VR-Brille, mit Lenkrad und also besser geht's wirklich nicht. Also noch tiefer, noch fester in der Simulation kannst du definitiv nicht drinstecken. Also von daher einen fetten Daumen nach oben von mir an Lotus, an Oculus Software. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht hier mit einer weiteren Folge. Ja, aus dem Streets of Lotus Modul, denke ich mal, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.